nicht still zugucken, nur weil es Juden sind, müssen wir nicht den Mund halten. Es geht darum, dass auch andere Menschen ein Recht zum Leben haben, genauso wie diese. Niemand hat mehr oder weniger Recht, alle haben das gleiche Recht zu leben. Wir halten, die Deutschen sind immer noch so wie ferngesteuert. Sobald das Wort Jude fällt, dann halten sie den Mund und haben Angst wegen ihrer alten Schulden. Aber ich bin 1960 geboren. Ich habe niemals irgendjemandem etwas getan in dieser Richtung. Und ich sehe nicht ein, dass ich nur, weil ich deutsch bin, verurteilt werden soll oder meine Worte, wenn ich sage, dass weder Krieg noch Bomben in Ordnung sind, auch nicht von israelischer Seite. Ich bin natürlich total enttäuscht von der Frau Baerbock, wobei ich der Meinung bin, ihr wahres Gesicht hat sie jetzt gezeigt, wie auch die Ampelregierung gezeigt hat. Das, was viele Leute geglaubt haben hier in Deutschland, es würde demokratische Verhältnisse geben, das hat sich als das Gegenteil herausgestellt. Die Frau Baerbock unterstützt die Politik der USA. Die Frau Baerbock ist völlig gnadenlos, wenn man sich die Situation im Gazastreifen anguckt. Ich habe nicht einmal gehört, dass man gesagt hat, Israel muss aufhören mit diesem Krieg. Ich habe nicht einmal gehört, dass es hieß, jetzt muss Schluss sein, sondern ich höre immer nur, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Diese Regierung muss weg.